selber ein Blattspitz. Nie gefahren. Das war jahrelang Szene. Weißt du wie? Wie? Wenn ich jetzt jedes Mal, wenn ich da durchlaufe, schaue ich da rüber. Ehemal Blattspitz. Ein paar Jahre auch, wie es daheim war. Kann man sagen. Jetzt können wir den Ball wieder auf Wetzig kommen. Was läuft denn jetzt? Ja, jetzt eigentlich mehr oder weniger nicht zur Nacht. Und eben am Tag dann im Sugarkopf. Also du bist die Nacht da unten, gell? Ja, jetzt in letzter Zeit schon, ja. Weil ja, wo willst du hin, oder? Es ist recht schwierig, weil die einen Notschleifen haben zu im Sommer und die anderen die sind besetzt. In Zürich kann ich nicht, weil ich eben nicht Stadtzürcherin bin. Jetzt haben wir 7:30 Uhr. Es ist gerade recht. 7:30 Uhr, 8:00 Uhr, die Schmier. Und dann laufst du nach vorne, retour, die Schmier weg. Kannst gerade herfahren und wieder weitermachen. Es sind jetzt zwei Stammkunden, die zwei der Tonnen. Sie kommen jetzt jeden Tag zu mir. Super Material, Sugar Cola. Sino buono tu no per. Credi a me. Io ho il cane. Ah, giornalista. Yeah, yeah. Tu vuoi prendere. Ja, ist extrem, ey, weißt du? Du denkst, mein Leben besteht eigentlich. Schon nicht gerade aus einem grossen Umfeld. Dafür bist du, kennst du dich da aus. Tossi und Beatrice, beide Filterlifixer, Berufssoldaten an der Drogenfront. Sie stellen den Tisch zur Verfügung. Eine Kiste, eine Schachtel, ein Bügelbrett, die Löffel zum Auflösen der Drogen, die Spritzen, Eisen in der Szenensprache, das Wasser, die Alkoholtupfer. Ihr Lohn, die Zigarettenfilter, durch die der Fixer den Stoff in die Spritze gezogen hat. 5 bis 10 Filter geben eine Spritze, einen Knall. Filterlifixer sind Profis, Kleingewerbler, die ihren Stoff ehrlich und hart verdienen. Einzelkämpfer und Schwerstabhängige. Viele Kunden bedeuten viele Filter und wenn rundherum geknallt wird, dann knallen auch sie. Konsum animiert, jeder Raucher weiß es. 10, 20, 30 Knälle im Tag. Das, was fast alle auf der Gasse konsumieren, Cocktails, Heroin und Kokain gemischt. Der Filter ist fix, ist schon sehr viel. Sobald ich den Halt zusammenhabe, zack, jeder bewegt. Jeder hat irgendetwas, wenn er den Knall gemacht hat. Der eine fängt an suchen und so, oder? Der eine macht das und ich habe jetzt zum Beispiel mit der Haut, oder? So wie ein Bückeli, oder? Und im Fuß ist es eben so, im Fuß beißt es eben extrem ab und zu. Es gibt Leute, die sagen, ich spinne, ich bilde mir das ein, oder? Aber ich habe wirklich nach jedem guten Knall oder ganz guten Knall, ich habe das Zeug an der Haut und das stört mich extrem. So wie sie meinen. Das schwarze Zeug hier. Mhm. Ach, ich bin jetzt ein nervös. Manchmal habe ich auch die Augen extrem, so wie weisse Dinge, oder? So weisse Schlenke, ich weiß nicht wieso. Und ich habe ja früher nie Bückeli oder Puff mit der Haut.
Kulturalpulle. Was ist das? Da habe ich eben den Phlegmonko letzten Winter. Was ist das? Ich bin am Morgen verdrochen und mein Arm war dick, von da bis da oben. Ich habe nicht gewusst, was ich kann, oder? Und dann ist dann die Schmier, hat mich dann reingenommen in Hegibach. Und dann hat mich der Arzt hat das gesehen und hat gesagt, Notfall in Spital. Dann im Spital haben sie mir dann gerade operiert und sie haben also gesagt, einen Tag später hätte ich den Arm abnehmen. Das ist das Eiter, das wandert und wandert, oder? Wir haben es auf Deutsch gesagt, den ganzen Arm ausgehört, oder? Sie haben bei den Sehnen und überall entlang alles Eiter. Das kommt auch von der Nebenklamp, vom Dreck. Agash. Das arabische Wort hat sich eingebürgert. Jeder Fixer kennt den Warnruf, der die Polizei ankündigt. Das ewig gleiche Spiel, 3 bis 4 Mal jeden Tag. Manchmal kommen 8, manchmal 100. Alles rennt weg. Dealer versuchen, den Stoff zu verstecken. Dann ist es vorbei. Die Szene reorganisiert sich. Ursula. Absuchen, weißt du? Wenn es los der andere mich versteckt. Ich hatte sie im Sonne-Ecke kennengelernt. Pfarrer Siebers Drogenklinik. Von dort ging sie in den Entzug und die Therapie. Und haute wieder ab. Stoff durch. Ja, ich suche Stoff wieder mal. Ich bin wieder nicht zurück in Sonnenecken. Halt mich überhaupt nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr mit mir. Weißt du, wenn du hier so umschaust, oder? Das ist fast mein Zuhause. Ein Zuhause, das ich hasse. Aber da kenne ich die Leute, da weiss ich, wie es geht. Ich kenne mich aus, kann mich durchschlagen, kann mischen und so. In der anderen Welt, ich bin nicht mehr angenommen, ich bin nicht mehr aufgenommen, ich komme nicht mehr zurecht. Ich bin, wie soll ich sagen, wie jemand aus einem anderen Planet. Völlig. Das ist total ein anderes Leben, es sind andere Sprachen. Ich würde sagen, das ist eine Fremdsprache. Da unten, was wir reden. Das ist, in der Kiste ist es mir am besten gegangen. Wirklich. Dort war ich sauber, ich hatte kein Methadon. Ich hatte dort eine Beziehung, eine Freundin. Ich hatte so einen engen Kontakt mit ihr, ein Jahr lang. Wir waren immer zusammen und wir waren fast abhängig voneinander. Und dann sind wir auch zusammen rausgekommen. Und nach einem Monat, zwei, nimmt sie sich das Leben, oder? Und auch immer mit den Eltern, weißt du, immer das Gefühl, sie haben es wirklich nicht verdient. Also, sie haben es wirklich nicht verdient. Sie haben alles gemacht und es sind ganz gute Eltern, es sind liebe Leute. Du hast es verdient? Nein, ich habe es nicht verdient, aber ich bin selber schuld. Ich habe zu wenig überlegt, ich habe Spitzentennissport gemacht, ich war super gut, ich war kantonale Meisterin von Luzern. Ich war in der Schule gut, ich habe einen Beruf gelernt als Arzthelfer. Mir ist irgendwo zu gut gegangen und ich habe es dann ausprobiert mit Kollegen und solchen Sachen. Ich bin ein Chemiker und dann bin ich 1-2 drinnen gewesen. Und ich habe immer gedacht, ja komm, mich trifft sich nicht, ich muss so gut Tennis spielen und so und so. Ich komme gerade in den Weg davon. Ja, und es ist halt dann nicht so gekommen. Jetzt habe ich ein bisschen Horror zu mir Schmeinen das? Fast nicht. Felix ist nicht angeschnitten.
Aber ich bin abgestürzt. Das habe ich gedacht. Was machst du jetzt? Jetzt bleibst du aber noch da, gell? Ja, wenn ich kann, ja, bleibe ich noch da. Jetzt bist du ja erst einmal verspätet heimgekommen, oder? Ja. Gell? Mhm. Das ist einfach eine Verwarnung, oder? Ja, das ist klar. Jetzt kommt noch eine Linie raus. So. Und jetzt da. Da jetzt noch. So. Ja, komm. Ja, jetzt sehe ich. Jetzt habe ich nämlich schon mehr. Yep. Über 20. Über 20, sehr gut. Sehr gut. Der hat noch weniger gehabt. So. Okay. Mauro Tosetti, Tossi genannt. Gelernter Elektromechaniker. Fixer seit 14 Jahren. Jetzt vollberuflich. Bezieht eine kleine IV-Rente wegen eines schweren Unfalls. Schläft tagsüber in einer öffentlichen Toilette. Am Lettenschlafen liegt nicht drin, weil alles geklaut wird. Sie ist meine Chefin jetzt. Chief. Nein, ich sehe, wir kennen uns gut, wir sind gute Kollegen, aber es ist nur das, es ist nicht mehr. Nie mehr gewesen und sie dann nicht mehr. Freundin, in Anführungszeichen. Ich bin der Beste. Ich habe Therapie gemacht. Bist du in der Schweiz? Nein, 92. Fall lieber lernen, Louis, Christoph. Bist du sicher, bist du wieder abgestürzt? Nein. Ja. Ich will mich gleich nicht schlecht finden. Du bist in Zürich aufgewachsen. Dann leben wir nicht aus. Wenn du außerhalb bist von da. Ich meine, es ist nicht unmöglich, dass es mir gefällt. Da. Ja, ist doch schwierig da, oder? Ja. Aber. Mit der magst du nicht mehr? Ich hoffe, meine Kinder. Was heißt? Ich hoffe, meine Kinder schauen das nicht. Du hast Kind? Wie alt sind sie? 13 und 11. Das ist ganz echt. Was ist denn passiert? Ich bin geschieden seit 6 Jahren. Ist mit dem abgestürzt? Hast du noch Kontakt zu deinen Kindern, oder nicht mehr? Wenig in dem Zustand, wo ich bin. Ich rufe ab und zu mal an. Ich will es nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Dass sie mich so sehen. Gesagt haben es. Was ich bin, habe ich schon gesagt. Du wisst es. Da nehme ich Drogen zu. Agash, immer wieder Agash, jetzt um 3 Uhr nachts. Zusammenräumen, Filderli-Tische unter den Armklemmen abhauen, immer wieder. Letten, immer wieder Letten, Tag und Nacht. In den OD-Anzug, das Übergewändli steigen, die Leute vor sich hertreiben, zusehen, wie sie sich 100 Meter weiter wieder einrichten. Das ewig gleiche Spiel. Tossi? Ja, das ist gut. So, so. Nein. Es gibt
meine Stelle dort. Du hast noch verwendet. Ja. Okay. Schnuff. Okay. Nicht zu bewegen, bitte. Das geht nur noch andere Reise. 3, 2, 1. Gott. Sorry, ey. Weißt du, was noch? Ich bin strenger gegangen. Ja, was mir gefällt. Was? Kopfstütze. Oh ja, so. Ah, drum, jetzt check ich es. Das darf nicht warten. Tränengas, schmeckt es nicht. Jetzt kommen sie. Hier, die ganze Mode, ich kann nichts. Da, was ist die Mode? Da! Da! Komm! 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 Wenn sie so gut, dann würden sie aufhören. Jetzt können wir wieder anstellen, oder? Zum Zweck. Da drüben? Oder? Da drüben. Nein, sie sind da oben. Wo? Jetzt warten sie hier mal. Sauber muss es sein, ordentlich aufgeräumt. Man muss freundlich sein zu den Kunden, auch wenn sie eklig sind. Auch wenn man krank ist. Immer höflich. Der Berufsstolz der Filterlifixerin Beatrice. Der Schmierler da, was ist das? Jetzt ist fertig, jetzt kann ich nicht mehr im Fuss. Ja, klar. Jetzt kann ich nicht mehr im Fuss. Ja, wie viel wie du? Ja, ist alles dick. Eigentlich geht nichts mehr in den Fuß von Beatrice. Er ist geschwollen, die Venen kaum mehr zu erkennen. Paul probiert es trotzdem. Sein Liebesdienst. 20 Minuten Suche nach einer Vene. Was meint damit? Ja, dann werden wir sehen, oder? Guck mal, du hast gesagt, es geht. Und wir sind ja an der Samstag, oder? Ja, das ist voll in der Nase. Scheiss mich an, sie sind da. Ja, ist gut. Das ist gut, ich merke etwas. Bitte. Bitte. Das ist schon gut. Merci. Beissen tut es extrem am Fuss.
Spöttlis, kennst du mich noch? Du wolltest fragen, ob wir wieder kommen können, ob die Zeit schon ist, der Monat. Ja, gern, ja. Hörst du das Gossmann? Ich wollte fragen, ob sie noch Platz 2 frei hätten. Notschlafstelle. Beatrice und Paul haben seit Monaten keine Wohnung mehr. Die zuständige Notschlafstelle Wetzikon ist im Moment für sie verschlossen. Man soll höchstens einen Monat dort bleiben können und in dieser Zeit seine Situation klären. Gedacht ist das als Anreiz zum Aussteigen. Die Praxis? Nach einem Wartemonat dürfen sie zurück. Beatrice und Paul warten und suchen nach einer anderen Schlafgelegenheit. Heute haben sie Glück. In Wädenswil, 30 Bahnminuten von Zürich. Paul ist erschöpft und hat Fieber. Am anderen Tag suchen wir Tossi vergeblich und finden ihn schließlich in der Notfallstation des Stadtspitals. Was ist passiert, Mose? Noch jemanden finden wir im Spital. Ursula mit ihren Eltern. Sie hat vor ein paar Tagen nachts um 3 Uhr mit einem Dealer, für den sie geschöpft, das heißt vermittelt hat, Krach bekommen um ihren Lohn. Er warf ihr ein Fläschchen hin und sagte, es sei Methadon. Sie trank es, schwer verladen schon mit Heroin, Kokain, Methadon. Es war Ammoniak, das auf der Gasse gebraucht wird, um aus Kokain Freebase herzustellen. Der Schmerz, ja. Es ist extrem, vor allem also vom Freitag auf den Samstag. Und am Samstag durch, als ich noch auf die Ibs war, war es extrem. Es ist fast nicht mehr ausgehalten. Und vor allem, als sie dann mit dem Schlauch hinten runter sind, das war total brutal. Ja. Ja. Was hast du denn gemacht, nachdem du das geschluckt hast? Also ich habe es dann gemerkt, ich habe vom Geschmack her, also vom Beiss, also merke ich, den Geschmack habe ich gekannt vom Ammoniak. Und ich, einfach, ich bin dann praktisch auf allen 4 Sonnenecken und dort haben sie mich dann einfach mal gelassen, bis am Morgen. Und am Morgen sind wir dann ins KFO, weil im Sonneneck kein Arzt dort ist, über das Wochenende. Und dann, ja, und der Arzt hat gesagt, sofort ins Spital. Und die haben dann die Untersuchung gemacht, die Zeug und Sachen.
Ja, das habe ich nicht ganz verstanden, so, wie man das schlucken kann. Ich im Nachhinein auch nicht, aber irgendwie das Mädchen ist schon grusig zum Trinken. Und dann bin ich so zu gewesen, dort. Das ist einfach, ja, wieder mal etwas mehr. Die Ruhe da ist so, ist irgendwie, für mich ist das total etwas Schönes. Also, weißt, ich merke irgendwie, ich jetzt wieder die Vögel pfeifen. Ja. Vorher gar nicht mehr realisiert, auf das Gas bist und die Hektik und so. Das realisierst du gar nicht und plötzlich merkst du, die Vögel pfeifen. Ja. Vielleicht pfeift einer von mir. Gestern Nacht haben wir einen Stern geschenkt. So. Was meinst du damit? Hä? Was meinst du, hast du den Stern geschenkt? Also ich habe einfach, das hat mir total gut gefallen, also rausgeschaut. Und dann gefunden, der gehört jetzt mir und ich habe mir den geschenkt, ganz offiziell. Und der gehört jetzt einfach mir. Ja. Ich habe schon zum Beispiel, also ich hatte das schon früher gehabt, so ein Bäumchen, wo es war ganz, ganz klein, wo ich, ja, was bin ich denn, 17, 16, so sind wir mit den Eltern. Wir sind durch die Tür gefahren, und da war oben das Bäumchen, und haben immer gesagt, das ist mein Bäumchen hier oben, oder? Und jedes Mal, wenn wir auch heute noch durchfahren, oder meine Eltern durchfahren, wüssten sie mir, ja, das ist ihr Bäumchen. So. Ich schenke mir noch viel so etwas, wenn mir etwas ganz gut gefällt von der Natur, so, dann schenke ich. Und jetzt ist das Bäumchen schon groß. Ja, es ist recht gross. Es ist schon recht gross. Mann. Also schon grösser als ich, auf jeden Fall. Und es steht immer noch. Und das Frucht an diesem Bäumchen ist, es hat eigentlich die schwierigsten Voraussetzungen zum Leben. Oder? Unten dran ist die Autobahn. Und es steht total allein. Es steht völlig allein auf dieser Brücke oben. Also weit und breit kein anderer Baum rum, weißt du? Nur einfach unten die Autobahnbrücke. Und da musst du dir mal vorstellen, die Abgase und alles und so. Und nur das Bäumchen da oben, ganz allein. Aber es lebt, es überlebt. Oder? Und das fasziniert mich und das ist meins. Das finde ich gut. So Sachen finde ich gut. Scheiß aufhören, sorry, es tönt etwas fies von mir. Ich will doch nicht. Aber es ist doch kein Leben, schau mal, fürs Leben. Es ist ein Leben. Nein. Hey, ich bin zufrieden. Du bist jetzt zufrieden, aber ich kann Leute, die wollen aufhören. Ja, das sollen die sagen. Dann geh zu denen, geh reden so. Aber nicht zu mir, ist gut. Ist schon gut, dann machst du das Leben kaputt. Nein, mach ich nicht. Ich fixe schon 13, 14. Und ich bin fit. Und ich bin topfit. Ich habe die letzte Untersuchung vom Doktor gemacht, wie wenn ich noch nie gefixt hätte. Nur meine Lebenwerte sind ein bisschen höher. So ist auch nicht gut. Okay. Du bist aber süchtig. Ja, der andere ist alkoholsüchtig. Zigarettensüchtig, du bist verbotsüchtig. Und du musst gar nicht wieder anfangen zu diskutieren. Nein, schon gut. Jeder hat seine Sucht. Aber ja. Und ich geniesse meine. Nein, du gewinnst ja. Du kannst dich mich einen Teil von meiner Sucht wegnehmen. Nein, aber wenn einer will, kann ich helfen. Ja, ich will nicht dir, ich kann anderen helfen. Eben, ja, das will ich ja, dass du mir nicht hilfst. Ja. Sie wird mir helfen. Was hat sie gesagt? Wegkommen. Ich mache mich kaputt. Also, jetzt. Komm. Mit der Gewerkschaft gibt es kein Problem. Okay. Tossi mit Filtertisch unterwegs zu einem der Eckpunkte seiner kleinen Welt. Hey.
Hey! Gabi! 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 Hallo! Gabi! Hey! Rechst du dich so übermüdet? Hey! Gabi! Hallo! Hey! Joi! Schau jetzt nach 18 Uhr. Hey, was machst du? Ich komme vorbei wegen dem da. Wollt man so schauen, schlimme Sache. Ich bin Christian gestorben. Ja, gut. Du musst dich ganz schnell einschreiben. Eben, ja. Scheiße. Geil. Da hat sie auch keine Ahnung, wenn ich das machen muss. Hast du keinen Bericht bekommen? Nichts, die haben einfach rausgerührt. Yes. Komm schnell hinterher. Kommst du schnell weg? Kannst du ihn noch ziehen? Ja. Was ist passiert? Voll auf den Beton geknallt. Seit wann? Oder wann? Ja, ich weiß nicht mehr. Vor 3-4 Tagen. War nicht so neu? Ich habe Angst, so bis Sonntag auf den Montag, ist das sicher gewesen? Sicher? Oh. Echt Scheiss wieder da. Jetzt ist es so, ist es zu, dass es nichts passiert. Es sieht nicht schlimm aus. Es sieht so aus wie eine ganz normale Wunde, die man nicht gemacht hat. Dir geht es einfach schlecht. Insgesamt. Gell? Hast du das Gefühl? Ja, ein bisschen. Ja. Hast du das Gefühl? Das Gefühl ein bisschen. Du bist so lustig. Ich bin ziemlich miserabel wieder mal. Du bist total abgestürzt. Ja, es geht alles. Ich weiß nicht, was siehst du? Ja, was? Das ist ein genialer Filtertisch. Das ist ein genialer Filtertisch, habe ich gesehen. Ist er noch aus? Mhm, bis jetzt schon. Ich kann nicht bügeln, dann hat er das Gefühl. Der Bügel ist. Du willst schon wieder mal etwas machen, um aus dem Elend rauszukommen. Ja, weißt du, wenn du mal duschen. Duschen und zum Duschen. Was meinst du mit dem? Ja, aber wieder mal abstinenz. Ja, das Mädchen oder irgendwo in Notschlaf stehen auf Deutsch. Du hast einen Joint geraucht und dann ist es reingefahren. Total extrem. So, so habe ich eigentlich, darum habe ich auch angefangen. Es hat mir total gefallen. Die ganze Umwelt ist ein schönes Licht gekommen. Und nachher habe ich geschnupft und mit 17 habe ich dann den ersten Kick gemacht. Und dann, ja, den ersten Kick mit 17. Und von dort weg habe ich nur noch gekickt. Mit 17. Und heute bin ich 31. Der längste Zug, 2 Monate. Eben. Also die längste Distanz, wo ich nichts genommen habe. In dieser ganzen Zeit. Du hast Angst, auf der Waffe zu kommen? Ja, das ist das Schlimmste. Das ist etwas, wo recht einfährt. So. Wie ist das denn? Ja, das ist. Das. Du fühlst dich so miserabel, dass du hast keine Energie mehr, keine Power mehr. Du magst kaum mehr, dich vorwärts zu bewegen. Du bist völlig bäh und du schießt dir alles an. Du hast überhaupt keine Lust. Und du kommst langsam aber sicher Fieber über.
ein bisschen Schüttelfrost. Es ist kalt, warm, kalt. Bauchweh, Durchfall. Also je länger es geht, desto mehr ist es so. Nach dem zweiten Tag. So. Am zweiten Tag ist es immer schlimm. Am dritten ist es recht krass. Und dann nimmt es schon wieder, wird schon wieder besser. Aber so weit lässt es gar nicht kommen, weil du musst vorher den Stoff. Es ist in dir rein, so ein Trieb. So ein, ich brauche den Stoff. Komm mich abholen. Und dann machst du den Kick. Und dann kommst du vom Anfang und das ist so ein geiles Gefühl. Das ist ein schönes Gefühl. Was für ein Gefühl? Das kannst du gar nicht beschreiben. Es ist einfach, dein ganzer Körper wird entspannt. Wenn du herliegst und es tut dir jemand den Körper massieren, oder? Und verkrampft bist, das löst sich alles. Nur tut sich das in einer Sekunde lösen. Das ist total geil. So das Ganze kommt über dich hier. Wumm. Und du bist total gelöst und hast wieder Energie und bist wie auftanken. Wie wenn du Benzin für ein Auto einfüllst. Ja, und du kannst ein paar hundert Kilometer fahren. So fühlst du dich auf. Medienfutter. Durchschnittlich 20 Fernsehequipen pro Woche aus aller Welt. Diesmal das welsche Fernsehen, als Zeuge einer Prachtsaktion. Veteran Tossi ist voller Bewunderung. Hey, das mal, wir haben gerade geredet, es ist super gut gemacht, super schlau eingefahren. Das ist genial. Ja. Jetzt überlege mal, wie viele Päckchen das da rumliegen müssen. Fangen wir an suchen. Ich kann nämlich schon anfangen. Eisenlöffel, wer will auflösen? Eisenlöffel, wer will auflösen? Wer braucht Kerzen? Ich habe 20 Drachen im Bier. Brauchst du Kerzen? Eisenlöffel, wer will auflösen? Eisenlöffel.
Eisenlöffel, wer will auflösen? Und wieder einmal Agasch. Feierabend für Beatrice und Paul. Der Wartemonat ist vorbei. Sie können wieder einen Monat lang nach Wetzikon. Die nächste Drehung in einem mühsamen Fixerleben. Auf einmal habe ich gemerkt, dass er fixet. Und dann haben wir lange Streit schon wegen dem und gesagt, hör doch auf, es bringt nichts. Und er hat zuerst nur die Gocke gekriegt. Und dann alles Verrückte und so. Ja, es ist keine Ausrede. Und ich gesagt, ja, machst du mir auch jetzt ein. Ich will wissen, ob das wirklich so extrem ist, dass man das einmal macht und dann nicht mehr aufhören kann. Ja, und dann irgendwie das Zweite, bist du einfach auch schnell. Ja, finanziell alles. Vor allem die Gocke, oder? Machst du einen und dann, ja, fühlst du dich gut. Du bist gut zu Weg und dann willst du den Ball wieder rein und dann knallst du eins nach dem anderen und finanziell geht es natürlich schnell das Loch ab, also gehst du runter. Ja, dann zahlst du nichts mehr, so haben wir die Wohnung verloren letzten Herbst. Und das ist auch der Grund, dass wir auf der Gasse leben jetzt. Du wirst gleichgültig, ist der gleich, oder? Eben bist du immer im gleichen Trott auf der Gasse. Irgendwie eben, denke ich dann gleich wieder, ich sehe mich, dass ich mal wieder rauskomme. Aber irgendwie weiss ich nicht, wann das ist, oder? Es ist eben schwierig. Wenn du das träumen würdest davon, wie es ganz gut wäre, ganz schön, wie wäre das? Ich weiß jetzt nicht, wie ich das verstehen soll. Also ich verstehe es schon, aber... Wie wäre dein Leben, wenn es ganz schön wäre, so wie du dir am liebsten wünschen würdest? Mhm. Wie wäre denn das? Ja, also ehrlich gesagt, meine Vorstellung ist eigentlich schon immer ein bisschen ein häuslicher Typ, oder? Also eben Hausfrau, Kinder haben, so schon die Richtung, muss ich ehrlich sein. Das habe ich mir eigentlich schon immer ein bisschen gewünscht, aber ich habe halt nie so... Bis zum jetzigen Mann hatte ich nie den Mann dazu, weil ich nicht einfach einen Mann nehmen und Dach und Krach oder weiss nicht wie heiraten und jetzt schon geschieden sein wieder mit Kind und so Sachen. Also ich fühle mich jetzt so wohler allein mit dem Freund zusammen als wie andere in meinem Alter geschieden und Kind und so Sachen. Hast du eigentlich noch mal Kontakt gehabt mit deinen Eltern in der letzten Zeit? Ja, eben, Mutter habe ich nie gekannt und mein Vater ist vor 5 Jahren gestorben. Eigentlich nicht gross Kontakt. Ich habe bei meinem Onkel gehabt. Ich habe mich immer mit dem abgefunden, dass ich halt, ja, es ist ja so. Ich bin nicht die Einzige. Und ich nehme das auch nicht als Grund, dass ich jetzt dich fixe, überhaupt nicht. Ich war auch genug, oder? Ich wusste, was ich weiß, was ich mache. Oder? Ich schiebe das überhaupt nicht auf so etwas ab, was viele andere leider machen. Gegen den Eltern oder so. Das ist auch der Grund, dass ich irgendwie immer gerne mal ein Mann und Kind will. Das kommt schon, es ist schon irgendwo nicht da, oder eben die gewisse Liebe und Geborgenheit. Das würde ich dann gerne meinem Kind geben, oder? Also wenn das mal der Fall wäre. Notschlafstelle Wetzikon, das Zuhause für einen weiteren Monat. Von abends 9 bis morgens 9. Zum symbolischen Preis von 5 Franken pro Nacht. Bezahlt aus dem monatlichen Fürsorgegeld.
Weißt du, du hast nie Wochenende, wenn du nicht arbeitest. Das ist so extrem. Jeden Tag gehst du Eisen duschen, bis um 12. Weißt du, so. Ohne Ausnahme. Immer so. Bunker Helvetiaplatz. Beratungsstelle und Notschlafstelle. Ein wenig Ruhe. Eisen tauschen, Kaffee trinken, duschen. Oh, na komm mal. Knallen, wenn keiner hinsieht. Jetzt nochmal Eisen duschen. Ich frage, vielleicht kann ich da schlafen. 20 Minuten. Bei mir heisst es eben nach viermal, ich sage hoffnungslos. Ich darf nicht mehr da schlafen. Ich habe es verboten, oder? Hoffnungsloser Fall, weil ich will ja fixen. Darum haben die Stempel drin da. Hoffnungslos. Darum darf ich nicht da schlafen, weil ich fixen bin. Ich lasse mich nicht vermitteln. So wie man es sollte. Das Kabine ist manchmal schon extrem. Das beißt mich jetzt. Das gibt jetzt einen Ausschlag. Da, das ganze Ding. Ach, du Dorf. Ja, das ist nicht so. Das tut mich jetzt beißen. Schön. Ja. Ja, die fragen die immer wieder. Und? Hast du echt voll? Ja, ich schiesse völlig auf der Gasse. Ich habe kein einziges Neues. Sorry, ich habe sonst viel so. Also, weißt du, eine Beziehung zu meinen Freunden am Kopf? Du, was machst du, Wohnung? Ja, da kannst du Schichten anfangen. Weißt du, hier, das ist schwarzes Wasser. Gut, dann gehen wir hier abstehen. Ja, eine Schicht. Das ist so extrem. Ja. Nein, weißt du, wie viele Kilometer laufen die Füße? Weißt du, wie gibt es Haut? Aber hast du keine Angst, dass du nachher in die Blatter nicht bekommst? Nein, es gibt eine neue. Das ist sicher aufgeschworen. Ja. Nein. Feuer Ja, ich habe kein Feuer. Ja, das gibt es. Aber was soll ich aufziehen? Oh, Löffi? Ja, ja. Ja, das ist gut. Ja, habe ich jetzt über den Kopf? Das sind Schuhe. Den ganzen Winter haben sie nur getragen. Künstliche Schuhe, siehst du? Seite Verstärkung kannst du rausnehmen. Ja, da gibt es auch einen Weiss. Ja. Kannst du aufmachen? Und dann so einschlagen. Da ist ein Stängel drin, ja. Oder? Wo ich eben das Bein weg hatte. Mhm. Da kommt auch das Bein weg, habe ich das gebraucht, wie ich den Kraft hatte. Mhm. Also wie das Bein weg? Das ganze Bein? Ja. Und jetzt ist es dir angenehm? Ja. Ich weiß. Machst du nicht? Ja, irgendwas. Nein, ich weiß nicht, was ich mache, aber keiner mehr auf der Gasse. Du hast hier gestorben, dass der Winter. Dass auf der Gasse der Teufel ganz krass ist. Und was anderes Gott, das Licht, die Wärme, die alles sucht. Das ist eben Gott und das ist das andere, darum redet nicht so viel. Ich weiß nicht, ich kann es nicht erklären. Also, ich habe es einfach so erlebt. Hast du das Gefühl, du hast versagt? Nein, nicht versagt, aber ich habe bei Gott dort die Chance, die ich gegeben habe, einfach vergeben. Das habe ich gemacht. Die Chance vergeben.
Der Mensch kommt nicht mehr. Mal, auf das warte ich ja. Die Chance warte ich, dass er noch mal anklopft. Dann mache ich den Fehler nicht mehr. Aber eben, ich muss zuerst mal warten. Ich warte, vielleicht warte ich vergeben, was ich zwar nicht glaube. Aber er wird sicher wieder kommen. Er wird mir noch mal eine geben. Eine Chance. Die Chance zu Gott. Ja, viele reden von Gott und viele glauben an Gott. Sie sind sehr viel glauben an Gott. Oder glauben einfach an etwas Höheres. Praktisch die meisten. Es gibt, glaube ich, niemanden, der es nicht macht. Ob jetzt mal Araber oder nicht. Sogar der glaubt an etwas. Ja. So, dass Gott so krass geredet wird, ich weiß das auch nicht recht. Ich kann es auch nicht erklären. Weil Gott, weil sehr wahrscheinlich viele sind von der Droge, sie wissen, dass der Tod ist, oder? Droge, Endstation, Tod und Tod und Gott und Teufel, das beschäftigt einen halt. Weil das ist, steht in der Bibel schon alles und das, was nachher ist. Und es ist irgendwie so von sehr wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich habe keine Erklärung. Sehr wahrscheinlich hat das alles wegen dem zusammen. Und dass man darüber redet, viel mehr wie das sonst im Leben, weil man eben nahe am Tod ist mit diesen Drogen. Oder man ist wirklich nahe dran. Das kann jeden Tag einen putzen. Hast du nie Angst? Angst? Ja. Sterben? Ja. Wenn es so weit ist, dann holt mich Gott. Dann ist es so weit. Aber sonst? Ja. Ich habe gar nichts gesagt. Ich komme gelaufen. Ciao, Tom. Ciao zusammen. Hey, Kinder, nicht